Die allermeisten Aufgaben, die du so machst, müsstest theoretisch nicht du machen. Du machst sie aber. Warum? Weil in der Regel niemand da ist. Hallo und schön, dass du bei dieser Episode wieder mit dabei bist. Du kennst es sicherlich. Du willst Top-Unternehmer sein, du willst alles richtig machen, erfolgreich, du willst das große Geld verdienen, top für deine Mitarbeiter da sein. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch noch Familie. Für die wird es natürlich auch da sein. Du willst ein liebender Ehemann oder Ehefrau sein, du willst Zeit mit deinen Kids verbringen. Naja, und wie bringst du das jetzt am besten zusammen? Einer der Hauptgründe, warum viele Unternehmer zu uns kommen, aber du kannst natürlich auch hier einmal 5 einfache Techniken mitnehmen, wie du schaffst, in beiden Bereichen wirklich erfolgreich zu sein. Also, lass uns loslegen. Der erste Part, der natürlich extrem wichtig ist, ist das ganze Thema Zeitmanagement. Natürlich. Es gibt die Grundaussage, Zeit kann man nicht managen. Naja, aber warum sind manche Leute dann immer pünktlich und kriegen das sehr, sehr gut hin und andere Leute wiederum nicht? Und genau an dieser Stelle musst du einfach mal für dich reinfühlen und prüfen, wie gut ist dein Zeitmanagement eigentlich? Das heißt, hast du die Möglichkeit, hast du die Chance, regelmäßig bei Terminen wirklich auch pünktlich da zu sein und fällt es dir leicht, auch größere Terminblöcke entsprechend umzusetzen? Wie effizient setzt du also insgesamt deine Zeit persönlich ein? Die andere Frage, die sich natürlich stellt, ist auch das ganze Thema Qualitätszeit. Wird diese auch konsequent geplant? Soll heißen, dass du nicht einfach nur sagst, naja, ich muss jetzt irgendwie die Kids abholen oder naja, ich verbringe irgendwie mal Zeit mit meinem Partner, sondern dass du ganz gezielt, klar und strukturiert sagst, hey, das sind die Zeiten, die ich mir genau geblockt habe, um dort auch etwas Cooles zu machen. Das heißt, so wie früher, man hat sich nach der Schule verabredet, um etwas Cooles zu machen. Wie ist es heute bei dir? Hast du regelmäßig wirklich ungestörte Blöcke, wo du sagst, hey, da verbringe ich konkret Zeit mit meinen Liebsten, da bin ich wirklich für sie da, aber genauso auch entsprechend, ja, mit Freunden, Verwandten, allem, was dazugehört, dass du einfach nicht nur einfach Zeit dir nimmst, wann immer es irgendwie so zwischenpasst, sondern dass es konkret geregelte Termine gibt. Wenn du das sauber einbehältst, wird es schon mal deutlich leichter. Ein weiterer Punkt ist das ganze Thema, kannst du gut delegieren? Die allermeisten Aufgaben, die du so machst, müsstest theoretisch nicht du machen. Du machst sie aber. Warum? Weil in der Regel niemand da ist. Das ganze Thema Delegieren ist aber sehr, sehr wichtig, weil Aufgaben im Geschäft, aber auch im Privaten, musst häufig nicht du machen. Ja, ich persönlich plädiere dafür, alles, was du im Haushalt hast, irgendwie auszulagern. Putzhilfen, entsprechend Leute, die den Einkauf bringen, die Getränke, den Garten machen, alles auslagern, alles wächst damit. Warum? Weil du als Unternehmer in der Regel einen deutlich höheren Stundensatz haben solltest und wenn du diese Sachen nicht machen musst, weil sie auch kein inneres Freudenfest sind, wie beispielsweise Gartenarbeit, dann kannst du sagen, hey, da bezahle ich jemanden, habe das Ergebnis und kann die frei gewordene Zeit nutzen. Ja, natürlich kannst du sagen, ey, da muss ich aber auch mehr arbeiten, aber ganz ehrlich, finde ich immer, ist eine Milchmädchenrechnung, denn wenn ich ein gut laufendes Unternehmen habe, habe ich auch entsprechend Gewinne und dann kann ich mir auch einen Gärtner leisten oder entsprechend Haushaltshilfe etc. Das heißt, da frühzeitig auch zu investieren und dafür auch Budget privater Natur zur Verfügung zu stellen, ist aus meiner Sicht ein absolutes Muss. Und kleiner Tipp an der Stelle, ja, du kannst auch viele Sachen natürlich auch entsprechend so organisieren, dass du dir jemanden fest anstellst oder feste Dienstleister buchst und beauftragst. Und dann hast du dort auch wieder steuerliche Vorteile. Weiterer Part ist auch aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, das Thema, dass du Grenzen aufsetzt. Das heißt, dass du eine klare Trennung hast zwischen deinen Arbeitsthemen, aber auch deinen privaten Themen. Für die allermeisten Unternehmer wird das einfach in einen Haufen geschmissen und, naja, beim Abendessen nochmal telefonieren oder Nachrichten beantworten. Ist das wirklich getrennt? Hey, lass uns mal zu diesem tollen Business-Meeting gehen, Schatz. Ist das wirklich getrennt? Das heißt, ja, das kann die Ausnahme sein, diese Themen mal zu verbinden. Das ist bei mir nicht anders. Aber es ist eben auch die Ausnahme. Bei den allermeisten ist es die Regel. Das heißt, überprüfe einfach für dich, schaffst du es dort regelmäßig, eine klare Linie zu ziehen und zu sagen, hey, zu Zeitpunkt X lasse ich den Stift fallen und dann habe ich auch entsprechend meine Ruhe. Der sicherlich wichtigste Punkt überhaupt, der über allen anderen Themen steht, ist das Thema Selbstfürsorge. Ich kann einfach nur für mich sagen, ich bin damit sehr, sehr hart auf die Fresse gefallen, weil ich überhaupt nicht wusste, dass ich mich am meisten und am intensivsten um mich selbst kümmern muss, sondern ich musste ja mal für alle anderen da sein. Ich musste für alle anderen erfolgreich sein, ich musste für irgendjemand was darstellen. All diese Sachen haben mich immer im Außen begleitet, aber nie im Innen. Jetzt, wo ich das verstanden habe, für mich umgesetzt habe, geht es mir dramatisch besser. Ich kann bessere Entscheidungen treffen, es fällt mir leichter, auch Nein zu sagen, weil ich immer wieder darauf höre, hey, ist das gerade für mich persönlich stimmig, ja oder nein? Oder kostet es mich Energie, ja oder nein? Und wenn ich merke, meine eigene Gesundheit und mein Wohlbefinden sind super, dann kann ich auch entsprechend voll Leistung bringen. Und diese Grenze zu ziehen für dich als Mensch, mit deiner Gesundheit, mit deiner entsprechenden Kapazität, die du im Kopf zur Verfügung stellen kannst, ist die absolute Basis für alles Weitere. Und deswegen auch der letzte Punkt zum Schluss. Wenn du jetzt sagst,
hey, ist ein Thema für mich und finde ich mich drin wieder, habe ich auch Herausforderungen. Ganz ehrlich, du hast schon so viele Podcast-Folgen gehört, du hast dich schon so viele Inhalte von uns angeschaut. Lass uns doch einfach reden. Ja, egal auf welchem Level du bist, lass uns einfach reden. Geh auf reikane.de/austausch, gib uns einfach ein paar Informationen, sag uns, wo du momentan stehst, wo du hin willst und dann können wir dir relativ schnell auch schon die ersten Punkte mit an die Hand geben. Alles, was sich davon trennt, ist reikane.de/austausch, kurz deinen Termin buchen und dann freuen wir uns, gemeinsam mit dir Vollgas zu geben.